Hallo liebe Stiergeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Orakel heute für März 2023. Wir starten in die Runde mit einem neuen Orakel-Deck, das nennt sich, wie geht es mir, sprich dir in diesem Fall, wirklich. Bitte spürt immer mit, die Rollen können vertauscht sein und ihr könnt sehr gerne die Legung zu eurem Aszendenten anschauen. Helft mir auf meinem Kanal zu wachsen, danke für eure Likes, Abos, liebe Kommentare. Für persönliche Legungen findet ihr alle Infos unten in der Box und wir starten in die Runde. Das Hauptthema, fühle dich unaufhaltsam. Eure Frage lautet, was ist meine letzte persönliche Errungenschaft? Wie hat sie sich auf mein Leben ausgewirkt? Wie hat sie sich auf andere ausgewirkt? Eine mega Frage zur Selbstreflexion, liebe Stiergeborene. Und wir starten jetzt mit den Zigeunerkarten, wie gewohnt, ins keltische Kreuz. Wie lauten eure drei Grundenergien im Feld? Und los geht's. Wir haben das große Geld, das kleine Geld und den Offizier. Möglicherweise geht es euch hier sehr stark um finanzielle Angelegenheiten, wo ihr von kleinen Geldsummen zu großen Geldsummen gelangen wollt. Vielleicht habt ihr Verhandlungsgespräche mit dem Chef, mit einer Institution. Vielleicht möchtet ihr irgendwo mehr Geld herausholen oder eine Zahlung erhöht sich von kleinen Summen auf eine höhere Summe. Ja, hier geht es sicher sehr stark auch um euren Selbstwert und um eure Einstellung zum Thema Geld. Welches Wertesystem habt ihr euch zu eigen gemacht und steht ihr dafür gerade? Es kann auch um einen heimlichen Liebhaber mit dem Offizier gehen oder um den Mann eures Lebens. Oder es geht um eure Position zum Beispiel im Berufsleben. Ja? Auf eurer Gedankenebene haben wir die Sehnsucht. Hier spüre ich Sehnsucht nach Fülle. Ja? Und im Unterbewusstsein liegt der Verdruss. Hier stimmt etwas nicht, hier läuft etwas nicht, wie ihr das gern hättet. Und in der Vergangenheit ging es um die Reise. Vielleicht habt ihr Reisepläne gemacht, Ausgaben, finanzielle Ausgaben für Reisen oder zukünftige Reise getätigt. Vielleicht seid ihr ausgezogen, habt Freunde besucht, seid vielleicht sogar ausgewandert oder es geht um die Anschaffung eines neuen Wagens oder ging darum, da die Karte ja in der Vergangenheit liegt. Etwas ging vorwärts, vielleicht ist jetzt etwas stagniert, weil ihr euch nach etwas sehnt. Ja, wonach sehnt ihr euch? Wofür brennt ihr? Welche sind eure Herzenswünsche? In der nächsten Zukunft haben wir den Besuch. Hier seid ihr aufgefordert, aus dem stillen Kämmerlein zu treten, euch mit Menschen zu treffen. Vielleicht geht es beruflich um wichtige Meetings, Termine. Hier habt ihr die Aufgabe, eure Zeit einzuteilen. Mit wem verbringt ihr sie, mit wem nicht. Es kann auch um das Thema der Unverbindlichkeit gehen, wo ein Part sich binden möchte, der andere nicht, auf welcher Ebene oder in welchem Lebensgebiet auch immer. Und es kann darum gehen, Dates wieder oder anfangen zu daten nach einer Phase des Verdruss. Ja? Es geht mit Sicherheit um die Eifersucht. Ja? Vielleicht geht es um Dreieckskonstellationen, Beobachtungen. Vielleicht seid ihr neidisch oder euer Umfeld auf euch. Und in eurem Umfeld haben wir die Krankheit. Hier kann eine Situation vorherrschen, wo jemand krank vor Eifersucht und Neid ist. Ja? Oder eine kranke Situation in eurem Umfeld macht euch total unsicher. Hoffnung oder Befürchtung ist die Geliebte. Ihr als weibliche Zuschauer habt vielleicht hier die Hoffnung, zur Geliebten zu werden. Oder es geht um eine wichtige weibliche Person in eurem Umfeld, die euch am Herzen liegt. Entweder hofft ihr oder befürchtet ihr etwas. Ja? Vielleicht sehnt ihr euch hier nach einem Treffen. Findet es statt oder nicht? Fragezeichen, das wird sich für jeden von euch anders zeigen. Der Ausgang lautet der Richter, der Dieb und die Falschheit.
Hier ist es essentiell, mehr Harmonie und Balance in Situationen zu bringen, wo Energievampirismus vorherrscht, wo Energieschmarotzer vorherrschen, wo etwas nicht stimmt und mit rechten Dingen zugeht. Einmal sei gesagt, das kann in eurem Umfeld vorkommen, das kann aber auch in eurem Inneren alles vorherrschen. Ja? Ihr könnt euch mit bestimmten Verhaltensmustern selbst lieb sein, wenn ihr zum Beispiel nicht ehrlich mit euch seid. Ja? Es kann auch um richterliche, juristische Angelegenheiten gehen. Unter dem Deck haben wir den Geliebten. Die Geliebte blickt in die Zukunft, der Geliebte in die Vergangenheit. Die Frage ist hier, ob man sich auf Augenhöhe trifft mit dem Offizier im Deck oder in der Legung. Wie gesagt, kann es auch um Dreieckskonstellationen gehen. Muss aber nicht sein. Ja? Wir holen uns jetzt weitere Klärungskarten aus dem Crowley Deck. Bitte um eine Klärungskarte zum Verlust im Unterbewusstsein. Da zeigt sich der Ritter der Scheiben. Ja. Der Ritter der Scheiben steht für langsame Bewegung, für das Bewusstsein, dass man alles Mögliche getan hat und jetzt auf die Ernte warten darf, für den Zeitpunkt im Hochsommer, für möglichen Kontakt mit Erdzeichen Geborenen, ihr selber seid es auch, Stier, Jungfrau, Steinbock, oder es spricht für euren Aszendent. Wie sieht's mit der Fülle aus? Der Ritter der Scheiben weiß, dass er alles investiert hat und jetzt die Ernte einfahren darf. Könnt ihr das von euch selbst auch sagen? Oder es geht hier um eine männliche Person mit diesen Themen. Ja? Dann hätte ich gerne eine Klärungskarte zur Eifersucht. Da haben wir die 7 der Scheiben. Wieder Scheibenenergie, wieder Materie. Kann für Geld stehen, kann auch grundsätzlich für Materie stehen oder etwas zu manifestieren. Ja? Hier ist sehr große Angst vor dem Scheitern im Raum. Es kann um die Finanzen gehen, es kann aber auch um Verbindungen gehen. Ja? In eurem Umfeld für die Krankheit hätte ich auch gerne noch eine Klärungskarte. Da haben wir die Prinzessin der Schwerter. Die steht für eine mögliche weibliche jüngere Person, möglich im Luftzeichen geboren, Zwillinge, Wassermann, Waage. Hier geht es um kreative Ideen, um kreative Kommunikation. Ja? Schwerterenergie ist Kommunikation, ist immer Klarheit. Ist die Kommunikation vielleicht krank geworden, ja? Weil wir die Krankheit da liegen haben oder diese jüngere weibliche Person. Und die letzte Klärungskarte zum Dieb und zur Falschheit im Ausgang lautet 8 der Schwerter. Zweifel, Zweifel, Hamsterräder. Ja? Es ist hier sehr wichtig, wie gesagt vorhin, dass sie in Balance kommt, um überhaupt in ein gesundes Handeln zu treten. Wenn ihr in Zweifeln und Hamsterrädern gefangen seid, dann bitte trefft weder eine Entscheidung noch geht ins Handeln, sondern kühlt vielleicht erstmal ab oder vielleicht geht es um euer Umfeld. Hier ist Gedankenkino angesagt, das sich erst einmal beruhigen darf. Ja? Gut. Zu guter Letzt, wie versprochen, gehen wir ins Symbolon-Orakel. 3 Persönlichkeitsentwicklungsschritte für die Stiergeborenen im Mai. Der blinde Fleck lautet die Beichte, die große Last. Ja. Entweder geht es hier darum, dass jemand euch etwas nicht sagen kann oder umgekehrt, dass ihr etwas nicht über die Lippen bringt. Eine bestimmte Bekenntnis ist hier gefordert und eine große, große Last will hier von den Schultern fallen. Macht ihr das möglich? Auf eurem Weg haben wir das getrennte Symbolon. Hier geht es um Streitgespräche, um Konflikte, um eine mögliche Trennung. Und es geht hauptsächlich darum, nichts mehr unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als ob alles in perfekter Ordnung wäre. Hütet euch vor Harmoniesucht. Ja? Wohin führt denn das Ganze? Zum geheilten Symbolon. Ja?
Das ist die stärkste Partnerschaftskarte. Wenn es nicht in eurer Partnerschaft vorkommt, geht es einfach um wichtige Verbindungen in eurem Leben. Ja? Hier seid ihr wieder bereit, nach einem Konfliktgespräch, nach einem Konflikt, nach einem Streitgespräch, was auch immer, oder nach einer Trennungsphase, wieder bereit, den Weg zusammen zu gehen, mit wem auch immer. Ja? Diese Partnerschaft ist gesund. Diese Partnerschaft blickt in dieselbe Richtung und geht Schritt für Schritt zum heiligen Tempel. Ja? Das heißt, man ist immer wieder bereit, über sich selbst etwas zu lernen und miteinander zu lernen und den Weg gemeinsam zu beschreiten. Ja? In diesem Sinne wünsche ich euch sehr viele schöne Impulse, die euch mehr Klarheit bringen, liebe Stiergeborene. Und ich freue mich schon auf das nächste Reading mit euch. Bye, bye.